Hallihallo und herzlich willkommen bei... Was sind wir denn? Unity Engine. Nein, wir sind bei... Andri Fintinsk. Nein, wir sind... Live auf Twitch. Ich bin der Baume. Der Twitch-Chat sagt, hallo YouTube. Vielleicht sagt das auch nochmal. Wir zocken heute Shadow Peak. Ein Spiel, das in Deutsch nicht verfügbar ist, wie es uns hier unter die Nase reibt. Sauerei, finde ich das. Wir können es gerne auf Russisch spielen. Nein, ich nehme mal Staatenware. Was? Madi, was ist denn das für ein Emote? Oh, ist das ein neues Funk-Emote, lustig? Das muss ich haben. Ah, nicht jetzt. So, heute spielen wir... Das macht ihr sehr schön. Ihr YouTuber, ich hoffe, ihr fühlt euch geliebt. Von der Live-Audience. So. Vertikal-Sync machen wir aus. Einstellungen sind alle tutti. Subtitles sind an. Shadow Peak ist das Spiel. Timer läuft. Wir haben eine halbe Stunde zusammen. Ich muss euch noch warnen, bevor es losgeht. Ich weiß, wir wollen sofort starten und viel Spaß miteinander haben. Aber ich habe eine neue Grafikkarte drin. Wenn die nicht richtig eingestellt ist und es hier und da noch ein wenig ruckelt oder asynchron ist oder plötzlich Quark aus dem Monitor läuft, dann ist es nicht meine Schuld, sondern die der Welt. Vielen Dank fürs Verständnis. Wir starten das Spiel auf die Palette. Fertig. Loading. A lot of dark legends surround this place. That's why, by offering Michelle to meet here, I've decided to kill two birds with one stone, spend some time with Michelle, and gather some information for my book about myths and legends. The problem I have is that when I'm near Michelle, I completely forget about my work. Was? Waren das Steine oder Vögel? Okay. Fängt schon mal gut an. Nicht wundern, warum mein Puls heute so hoch ist. Ich war gerade eine Runde joggen. Nicht für mich. Das ist einfach nur für die allgemeine Belustigung. Die Menschheit soll ruhig mal was zu lachen haben, wenn ich meinen wurstigen Körper über den Gehweg wubbel. Und irgendwie beruhigt sich mein Herz seitdem nicht mehr. Das ist eine ganze... Das sollte ich nicht nochmal vom nächsten Stream machen. Aber ich bin halt... Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen aufgeregt. Weil meine wunderschöne Freundin hier vor mir... umgefallen ist. Shadow Peak. Okay. Wow, das Field of View ist ungewohnt. Kann ich die Krähe mitnehmen? Vielleicht können wir die ja wieder aufpäppeln. Ja, ich würde mich gerne um eine Krähe kümmern. Ein Leuchtturm. Irgendwie muss ich gerade wieder an To the Moon denken. Perry, grüß dich. Hallöchen. Herzlich willkommen bei Shadow Peak. Dankeschön für den Host. Michelle! Helga! Michelle! Helga! Entschuldigung. Entschuldigung. Michelle ist weg. Aber ich kann E drücken, um zu interagieren. Oh, interessant. Da speichert man also. Ich muss sagen, ich fand das bei Soma ganz geil, wo es diese merkwürdigen Dinge gibt, wo man seine Hand reinstecken kann und man hat keine Ahnung, was es tut, bis man irgendwann mal versteht. Ah, okay, das heilt mich. Aber bis man das begriffen hat, ist schon die Hälfte des Spiels rum. Oh, mit Mousewheel kann ich zwischen Items switchen. Hi Tom. Now you are able to see them. You can't hurt them, but they will try to hurt you. Okay, ich habe Helga im Hintergrund und mein Akku ist fast leer. Dann sollten wir mal dringend das Bluetooth ausmachen. Wer sind wir eigentlich? Habe ich noch ein anderes Item? Okay, ich habe schon einen Hang, Spiel ins Lächerliche zu ziehen, aber dieser Wusch-Wusch-Sound, der hilft mir dabei. Tschu. Schön. Wollen wir nicht erstmal zum Leuchten... Puh, ja, also... Gamer-Logik ist eigentlich immer zum Licht. Ich kann sonst nichts machen hier mit E. Und so. Und die Krähen können wir ja leider auch nicht aufheben. Ich find's schade. Ich würde sie mir gerne mitnehmen. Ich würde mir auch gerne einen Kopfschmuck draus basteln. Das geht ja alles nicht. Wir haben ja sonst gar keinen Hinweis, wo wir hin sollen. Aber ich gehe erstmal zum Leuchtturm. Leuchtturm ist erstmal gut. Der ist immerhin an. Das heißt, vielleicht ist da auch jemand. Vielleicht ist da Helga. Auch wenn sie Michelle heißt. Was ist denn da? Brücke? Vesturo! Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Shadow Peak. Was geht?
Warum hast du Beine? Oh, die wichtigste Frage von allen. Nein. Nein, in diesem Spiel haben wir leider keine Beine. Der Leuchtturm leuchtet aber nicht besonders weit, hä? Das ist bestimmt so ein Billigmodell. Und wir können mit Shift rennen. Warum sagt mir das Spiel, dass ich ab hier rennen soll? Da hinten ist eine Hängebrücke. Das finde ich sehr geil. Ist das ein Fahrrad? Liegt da wer? Nee. Ein Motor. Oh! Das ist eine blutige Angelegenheit. What happened to my bike? Tja. Konnte jemand nicht mitfahren, oder? Vor allen Dingen, warum blutet das Motorrad? Das macht keinen Sinn. Vielleicht ist ja rotes Benzin reingetankt worden. Helga Heid. Sehr schön. Baumer hat nur Dunkelheit dort, wo seine Beine waren. Ja, ja. Ja, ja. Das liegt daran, dass da eine feuchte Stelle ist, die mit der Zeit immer größer wird. Und warm. Die Brücke finde ich geil da hinten. Da möchte ich dann auch hin irgendwie. Was ist denn das hier vorne? Wie weit können wir eigentlich rein? Geht es irgendwann die Puste aus? Klingt ganz so. Denaria, dankeschön für das Würstchen. Und willkommen bei Shadow Peak. Kann ich da rein in das Boot? Können wir schwimmen? Warum nicht? Jetzt habe ich mir schon mal die nicht vorhandene Hose nass gemacht. Da kann ich auch mal aufs Schiff klettern. Schade. Aber die Musik gefällt mir gar nicht. Ich hätte gerne irgendwie ein Fernrohr oder sowas. Was ist das für ein roter Punkt da hinten? Der Stein da oben sieht auch merkwürdig aus. Ich würde gerne ranzoomen. Was sind das da hinten für Büsche? Da könnte auch jemand hocken. Huch! Das ist ja geil. Das erinnert mich exakt an meine 2 Wochen in Afrika. Da war auch nur Sand überall, irgendwelche Plastikklappstühle und Lagerfeuer und ein bisschen Schnaps. Das war richtig cool. Das ist eine geile Art Urlaub. Waren die wirklich nur zu zweit hier? Hatten ganz schön viel Equipment. Wohnwagen, Motorrad. Wahrscheinlich auch noch eine Knifte hier irgendwo. Pistole, vielleicht ein Luftgewehr. Ich hoffe, nur ein Luftgewehr. Weil wenn das jetzt weg ist, dann wäre es schlecht, wenn es irgendeine richtige Waffe ist. Keep out. Das sieht nicht aus wie der Wohnwagen, mit dem wir gekommen sind. Das war nicht der Wind. Ah! Das ist gut. Das ist gut. It's trapped inside. Es ist im Inneren gefangen. Ja. Soll es bitte auch bleiben. Radio, dieses Radio. Wie mache ich dich denn aus? Kann ich kriechen? Ja, okay, ich verstecke mich in der Hundehütte. Was ist drin gefangen? Wo sind da lauter Kreuze dran? Ist es was Dämonisches, was da drin gefangen ist, was durch die Kreuze nicht durch kann? Vielleicht? Verstehe nicht. Was auch immer da drin ist, soll da bitte drin bleiben. Okay, ich glaube nicht, dass es die Zeitung ist, die das Fass jetzt zum Überlaufen bringt, damit was auch immer da drin ist, die Tür nicht aufkriegt, so leicht wie die ist. Es wird wohl niemanden stören, wenn ich sie kurz wegnehme. Warum? Ich habe ein Pokémon gefunden, das mich richtig gehypt. Da kannst du Pokémon fusionieren. Was? 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 Vesturo, was los? Famous Serial Killer was seen in the vicinity of... Wo? Wo wurde der gesehen? In the vicinity. Wer kennt's nicht? Die Vicinity of Shadow Peak. Da treiben sich die ganzen Serienkiller rum, ja, nicht nur der eine. Das ist sowas wie das Happening. Kennst du das? What? Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Pillen in den Hals werfen. Junge! Ich meine, du vermisst deine Freundin und so, aber das ist keine Begründung. Das ist keine ausreichende Begründung. Was ist im Grill? Nichts. Okay, was auch immer da drin ist, es soll da drin bleiben. Es wird da drin bleiben. Denn außer uns kann ja niemand aufmachen, ne? Genau. Ja. BLP-TV, TV. BLP-TV. BLP-TV. Dankeschön fürs Zuschauen. Trag ich den Geigerzähler mit mir rum? Wie hast du denn das gemacht? Du hast doch schon lange gefollowed. Aber danke, danke, danke. That doesn't sound good. Ja, no shit, Alter. Wirf den Rucksack weg.
I found a key. Ja, ein verstrahlter Key. Na, ganz toll. To the cabin. War ich das, oder? Hallo? Schlange? Kuro! Kuro, danke schön fürs Hörstchen. Ich glaube, ich sollte da wirklich nicht lang gehen. Nein, ich glaube, das ist nicht nur zum Spaß. Okay, den könnte ich benutzen, aber ich glaube, den wird er auch sofort benutzen. Sag mal, die können nicht überall Schlangen sein. Willst du mich... Über die Steine kann ich auch nicht klettern. Das sage ich, komme um die Schlange drumherum. Oder kann ich da reinschauen? Gordon Freeman, Gordon Freeman. That doesn't sound good. Da fehlt noch ein Stiefel. Das kriege ich nicht auf. Nein. Now you're able to see them. You can't hurt them, but they will hurt you. Wen kann ich denn sehen? Ich sehe gar keinen. Also ich sehe hier niemanden, na, ganz ehrlich. Ich sehe schwarz-weiß. Wir haben zu viel Zero-Zero geraucht, glaube ich, da. Was für ein charmanter Krater. Was ist denn hier gelandet? Oh, Mülleimer. Mülleimer sind immer gut. Da findet man die kuriosesten Sachen. Oh, Baume spielt Stalker 5.0. Ja, da kennst du dich ja aus, Koma. Halt mal die Augen offen. Vielleicht finden wir irgendwo eine Anomalie. Sinister. Kann ich hier nicht rein? Psst, Slade. Ui, ein Baume. Und damit danke und hallo den Chat. Ah, Doomhead, grüß dich. Moin. Was ist das denn für ein Urlaubsort hier? Das, na gut, Urlaub wollte er nicht... Er wollte ja... Wie war das? Er ist, soweit ich weiß, ist er Autor und sucht Ideen für sein Buch und ist mit seiner Freundin jetzt hierhin und nun ist... Ist die Idee fürs Buch endlich da? Psst, ich vermisse eine Taschenlampe. Psst, was ist los? Psst. Oh Gott! Lalalalalalala, was auch immer das war, was auch immer das war. Ist es noch da? Oh ja, da ist es. Irgendwas Schwarzes, ein schwarzes Männlein. Kommt's hierher? Okay. Das sind also die Shadows von Shadow Peak. Ich verstehe. Ja, die Nachricht macht jetzt erschreckend viel Sinn. Ich kann sie nicht verletzen, aber sie wollen mich verletzen. Das finde ich unfair. Kann ich die nicht mit einem Schatten erschlagen oder sowas? Boah. Mein Puls hat sich mittlerweile beruhigt. Das ist schön. Einmal erschrecken und dann gleich in den Keller. Das ist echt toll, jedes Mal. So, ich hoffe, der latscht jetzt einmal den langen Weg um den Berg drum herum. Ein Wal? Das sieht man auch nicht alle Tage. Mach's gut, Wal. Psst. Tschüss. Bist du roh? Psst. Was ist denn mit euch los? Brüll halt noch lauter. Bin ich zu laut? Taschenlampe habe ich leider noch nicht. Keine Ahnung, wo die liegt. Werden wir schon noch rechtzeitig finden. Was? Wo? Wer? Wie? Ach, da hinten! Oh Gott, seid ihr laut! Obwohl ihr so weit weg seid. Komm. Oh Gott, der kommt ja übelst angeheizt. Du bleibst da stehen, ja? Gut. Soll ich das Spiel noch ein bisschen lauter machen? Ich habe das Gefühl, ich kann es ruhig noch ein bisschen lauter machen. Andererseits will ich es nicht machen. Ich guck nochmal hier vorne. Ist hier irgendwas? Erstmal Brille richten. Ja, bei so einem Wal. Sieht man nicht alle Tage. Oh, es wird immer dunkler, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendeinen Schlüssel zu einer Kabine. Zu der hier vielleicht? Ich will aber gar nicht aufmachen. Ich glaube, ich muss. Nee. Da kann ich schon nicht aufmachen. Nee, ist gut. Dann lasse ich es zu. Was für einen Schlüssel habe ich denn hier? Der Leuchtturm war auch nicht wirklich eine große... Na doch, wir haben den Schlüssel. Wofür auch immer der gut ist.
Dann gehe ich mal da hoch auf den Berg. Da ist ein Haus. Vielleicht auch wieder zurück zum Pier und dann unter dieser Steinformation durch. War denn eigentlich das Schattenviech? Das war hier hinten in der Ecke, oder? Gibt's nur das eine? Ich sehe es gerade nicht. Nur gut. Gehen wir wieder zurück zum Pier und dann schauen wir mal. Ist hier was versteckt? Ah, hier wird schon nichts versteckt sein. Nö, nö. Die Insel ist so groß. Ich glaube, wir müssen echt die ganze Bude hier auf den Kopf stellen. Es gibt hier ganz viele neue unverbrauchte Elemente. Radioaktivität, Schlangen, Wale. Ja, ja, ja. Das Spiel ist toll. Hat alles. Auch Karies. Ich glaube, insgeheim stellt sich am Ende raus, dass wir hier gegen Karies und Zahnsteinprophylaxe kämpfen. Ja. Bilde ich mir das ein oder wird das hier immer dunkler? Ist das da eine Höhlenmalerei? Oder ist das einfach nur ein blöderes? Einfach nur ein blöderes. Gut, okay. Okay, ich fange schon an, Dinge zu sehen, wo gar keine sind. Sehr gut. Beste Voraussetzungen. Hallo? Huch. Achso, der Leute. Wow, wir sind echt weit gekommen. Ist nicht schlecht. Das Sprinten hebe ich mir mal... Da hinten ist auch noch was. Das Sprinten hebe ich mir mal lieber auf. Komme ich hier durch? Da hinten ist so ein Wasserturm. Ich muss spontan an SimCity denken. Wir können auch mal ein bisschen die Aussicht genießen hier. Ja, schön. Huch. Vielleicht sollte ich auch wirklich nicht so querfeld einlatschen. Ich meine, das da hinten ist das eine. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch auf den Berg, gucken, was da ist. Wir wissen, okay, da hinten ist noch ein Dörfchen. Das ist ein Stück Volk. Was? Was für ein Ding? Was bist denn du? Wohnst du hier? Da war doch gerade was im Wasser, oder? Da ist doch gerade was lang. Hallo? Helen? Helga? Fuck it! Alter! Vesturo! Vesturo, du Arsch! Du kannst mich mal... Alter Finne! Ich bin gerade ein bisschen angespannt, ja. Okay, warte mal. Wo war der Trampelpfad? Hier wären wir hochgekommen, ne? Ne? Hier hinten ist der richtige Trampelpfad. Gut, okay. Boah, da mache ich erstmal einen Satz nach vorne. Wir gehen erstmal links. So. Links, links. In der Ecke stinkt's. Bist du, Alter. Latsch dich wund, Baume. Hab ich vor. Damit mich die Schattenbiester besser finden können. Es ist so dunkel hier. Also für mich ist es gerade echt dunkel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist auf den Monitoren. Ach, das war ein Frosch. Oh, Junge. Was für ein Riesenfrosch das war. Der war so groß wie ein Kopf. Also ich meine damit einen ganzen Polizisten, ja. Was ist das da? Sieht aus wie irgendeine Fruchtbarkeitsstadt. Hey, hier leben ja doch noch... Oder sind das Fledermäuse? Nee, das sind Fledermäuse. Gut, okay, die Vögel sind wirklich alle tot. Gehen wir erstmal hier zu dieser Fruchtbarkeitsstatue. Der Healing Stone. Na, wunderbar. Native American used this stone in their healing rituals. Na, dann wollen wir uns mal heilen gehen. Mal da hinten der Berg, der macht die Pommesgabe, siehst du es? Ganz kleines bisschen. Kleine Finger unten. Wie auch immer. Ich hab dich auch lieb, Baume. Ja, ja, bist du. Ja, ja. Wir lieben uns so sehr. Man kann es schon fast nicht mehr aushalten. Da unten leuchtet was rot. Oh, okay. Aber hier unten konnte ich ja nicht lang gehen, da war ja das Schattending sie. Oh
Und da drüben war der Wal. Ich erinnere mich, oder? Ist das die Walbucht? Stimmt. Da drüben ist ein... Wo ist es denn gerade? Am Rand sind die Sachen immer ein bisschen größer. Da ganz links am Rand sieht man das rote Leuchten des Speicherdingsies. Warte mal, ich hol's mal ein bisschen hier rüber. Moment. Es ist genau hier. Da. Da gehen wir hin. Oh, ich sehe sie! Uncool, ich kann nirgendwo anders lang. Hau mal bitte ab, vielleicht? Ja, wieso? Wie stellst du dir das jetzt vor, liebe Schlange? Was? Oh, wie ich das Gefühl habe, sie kommt jeden Moment hier runtergesprungen. Finde ich. Finde ich gut, dass die uns warnen. Wie komme ich denn da hoch? Ich will da hoch. Ich glaube, da ist was. Das ist ein schöner Ort, um für mein Buch zu recherchieren. Super entspannt und töfte. Wie komme ich denn da hoch? Funkturm oder... Erstmal da hoch. Erstmal ganz nach oben, damit wir das abgehakt haben. Warum? Ich finde das Spiel wirklich gut und es ist noch gar nichts passiert. Ja. Ja. Wartest du auch nur drauf, dass was passiert, Ivy? Dann gehe ich jetzt mal hier durchs Wasser. Was? Ein Hund. Passiert. Okay, alles klar. Ich meine, hier sind ja nur Frösche in dem See, ne? Hui! Okay. Gewässer sind safe. Super. Was zu beweisen war. Da hinten ist schon wieder ein... Nee, ein Frosch. Spring, kleiner Frosch. Spring! Was? Und die gehen sofort unter. Ganz schlechte Schwimmer, die Frösche hier. Haben zu viele Steine gegessen, um groß und stark zu werden. Das ist Duster. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. So gern. Was heißt Taschenlampe? Ein Baustrahler brauche ich. Tragbaren Notstromer. Tok, tok. Ja, wenn das kein verlockendes Haus ist. So einladend. Diese vernagelten Türen immer wieder. Ja. Oh Gott! Das war kein Frosch. Ich mach mal den Ventilator aus, der fördert die Rückenschauer einfach nur zu gut. Ich trinke mal noch einen Schluck. Oh Gott, jetzt wird's aber wieder warm. Nee, der muss leider anbleiben. Auch wenn er mir eine Gänsehaut macht. Cheers für die Alkoholiker und euch. Hallo Schnuffi. Du bist hoffentlich angeleint. Darf ich kurz darüber und das rot leuchtende Ding sie anfassen? Ja? Okay, gut. Töfte, bist ein toller Hund. Ja, ja genau. Gott. Hey. Hallo? Das Fenster war offen, ich komme einfach mal rein. Haben Sie zufällig eine Taschenlampe in Ihrem Haus? Oder? Gott, es ist duster. Warum habe ich denn den... Huch. Three asteroids that could really hit Earth and wipe out life. Was? Drei Asteroiden, die Erde wirklich treffen könnten und alles Leben auslöschen. Das ist schon wieder Blut. Irgendwer verteilt hier seinen Ketchup. Oh, Spinni, Spinni, Spinn. So eine von diesen Plastik-Spielzeugspinnen, die haben sie von außen ans Fenster geklebt. Kann ich die mitnehmen? Um Leute zu erschrecken. Nein? Gut. I will fuck you. Oh, das ist schön. Wir haben heute noch einen romantischen Abend.
Da liegt ein Kondom. Sollte ich das jetzt besser mitnehmen oder? Da liegt noch eins. Ich glaube, die Nachricht ist nicht für mich. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie nicht für mich ist. Wow. Das ist interessant. Ficke die Studio. Oh Gott, ein Teddybär. What? Hast du drei Augen? Nee, nee, da hängt nur ein Laken. Hi. Hallöchen, mein Hübscher. Du wirst mir noch den Rücken raufkriechen, das sehe ich kommen. Holy fucking hell. Es ist ein Scheißspiel, ey. Who was here? Wer war hier? Xephan war hier. Hallo, Xephan. Mensch. Sicher ist besser. Baum hat heute Sex. Oh ja, den von der ganz wilden Sorte Firefox. Teddy, kann ich mit dir was... Oh, da hockt noch eine Spinne, wie schön. Und da klettert eine Fliege über meinen Monitor. Ich dachte, das gehört zum... Nein, das gehört tatsächlich zum Spiel. Kann ich die Tür wieder zumachen? Was ist das für ein Wummern in der Luft? Hört ihr das? Kommt das von hier? Mach jetzt mal den Kühlschrank auf. Der geht ein bisschen schnell auf. Die Kühlfach? Oh. Click left mouse button to throw it. Was für ein Ding? Das hier, Teddy. Ist. Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt nicht verbuggt. Ich lese mal das Rezept durch. Xephan is a demon of the second order. Also, Xephan ist ein Dämon der zweiten Ordnung. He is also known as a fire demon. Er ist ein Feuerdämon, weil er so ein heißes Temperament hat und für seine heißen Liebesnächte bekannt ist. Because during the revelation in heaven, he proposed to set heaven on fire. Ach so, er hat während der Rebellion gegen den Himmel in Brand gesetzt. Tja, das ist in der Tat eine heiße Angelegenheit. Na und? Ja, na und? Was? Seven is a demon second order. Ja, ja, bla. Toll. Wir haben einen Knochen, mit dem können wir nicht machen. Okay. Also läuft der jetzt hier lang oder was? Krieg ich die Tür auf. Was für ein Ding? Oh, guck mal, da hat jemand einen Smiley in die 666 gemacht. Oh, Xephan ist ein netter Dude. Krieg ich kurz bitte den Knochen wieder. Dankeschön. Der ist bestimmt für den Hund. Was knarzt denn hier? Schnuffi? Ich geh mal kurz speichern, Schnuffi. Ist das okay? Ist das okay für dich? Wenn ich hier kurz... Geh kurz nach da hinten. Ja? Ist cool? Cool. Sehr schön. Tutti, ich geh wieder rein. Ja? Tschüss. Oh, was liegt denn hier oben? Steinchen? Okay, ich habe das Gefühl, ich muss den Hund da von der Hütte wegkriegen. Das mache ich mit dem Knochen und dann kann ich da reingehen und dann hole ich Xephan raus. Warum auch immer. Super geile Tür. Echt awesome. Wie jetzt auf einmal geht die Uhr wieder? Wer hat denn die gedreht? Das ist ja ulkig. Die ist ja schief. Die geht ja bis 1, 2... Die ist ja... Die ist... Schief, ne? Hallo, Xephan. Oh, oh ja, ganz toll. Ein Wutschi-Wutschi-Brett. Oh. I love the devil. Oh. Oh, das ist ja schön. Dass die Leute, die hier wohnen, aber auch so ausdrucksstark. Can anyone hear me? Please, someone help. I'm in a cave and my leg is broken. The battery is almost dead. Dann bist du echt am Arsch, Junge. Das tut mir aber leid. Wenn es dir gut geht und ich mich nicht um dich kümmern soll, dann lass einmal laut die Leitung knacken. Okay, nur für den Fall, dass wir uns hier falsch verstanden haben. Da liegt eine Taschenlampe und mit der mache ich mich jetzt vom Acker. Wenn du ein Problem hast, dann sag's nochmal.
Bist du dir wirklich sicher? Gut, wir lassen ihn in Ruhe. Lisa, grüß dich. Hey. Willkommen bei Shadow Peak. Wir haben gerade... Oh Gott, Teddy! Es fängt gerade an. Es fängt gerade an, das Spiel. Es fängt gerade an. Ah ja, ich verstehe. Das ist also... Was? Ein Item, genau. Summe 1. Baumesbarta anwesend. Wer hat an der Uhr gedreht? Sehr schön, Firefox, sehr schön. Ja, das ist ein, meine Damen und Herren, völlig normales Verhalten für eine Uhr. Die macht öfters mal Ding-Dong. Das sollte sie auch tun. So eine schlechte Uhr, wenn sie es nicht gemacht hatte. Finde ich sehr gut. Sie lässt sich nicht davon irritieren, dass sie jemand 90 Grad auf links gedreht hat. Finde ich tutti. Und wenn es dann um 3 ist, ist es halt um 1. Was soll man dazu noch sagen? Irgendjemand hat den Teddy dahin gesetzt. Ich war es nicht. War es vielleicht der Hund? Der war erschreckend ruhig in letzter Zeit, ne? Vielleicht war es ja der Mann am Walkie-Talkie. Vielleicht hat er deshalb nicht geantwortet, weil er uns verarschen wollte. Tja, das macht Sinn. Und wo ist Helga? Ich weiß nicht, wo Helga hin ist. Weiß jemand, wo Helga hin ist? Helga. Ich muss mal wieder aufräumen. Da ist ganz viel Müll in der Ecke. Okay. In der nächsten Folge sehen wir uns hoffentlich wieder, ihr lieben YouTuber. Die Twitches können sich nicht wehren. Für die geht's nahtlos weiter. Vielleicht sehen wir uns mal live auf Twitch. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ne? Daumen hoch. Und Abo. Weil ich bin geil. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüssikowski.